Ich wische Menschen weg, als wären das Objekte. Und man hofft, irgendwann wartet dann da am Schluss des unendlichen Wischrituals dann der perfekte Partner. Und das ist das, was einen quasi am Wischen hält. Gerade auf Tinder kann man die Person einfach löschen und dann ist sie verschwunden. Man dachte, man ist jetzt mit jemandem fest zusammen und der ist nicht mehr zu erreichen und hat einen blockiert. Das muss man erstmal verkraften. Das ist eigentlich wie ein Tod. Wie als wäre jemand, als wäre dein Liebster gerade vom LKW überfahren worden. Einfach weg, von heute auf morgen, ohne Abschied. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping. Noch nie war es so leicht, einen neuen Partner kennenzulernen. Und trotzdem scheint es schwerer denn je, die wahre Liebe zu finden. Es gibt rund 18 Millionen Single-Haushalte in Deutschland. Wieso helfen Dating-Plattformen so wenig? Oder sind sie sogar Teil des Problems? Über 1 Million Wischbewegungen je Minute werden weltweit gemacht, in der Hoffnung, ein Date zu bekommen. Wischen nach rechts heißt gut, nach links bedeutet aussortiert. Doch auch wenn sich auf diese Weise manches Paar findet, so schnell wie die Menschen auf der Bildschirmoberfläche auftauchen, so verheißungsvoll erste Treffen verlaufen, so schnell verschwindet mancher Kandidat auch wieder, wortlos. Endet mit einem Wisch, was mit einem Wisch begonnen hat? Von 50 Männern, die ich hier auf diesem Bildschirm betrachte, wische ich vielleicht einen nach rechts. Das heißt, ich finde diesen Menschen attraktiv. Ich würde diese Person gern kennenlernen. Dating-Apps, und genau darin besteht ja die Geschäftsidee, nähren durch die Fülle des Angebots die Idee vom idealen Partner. Gerade Plattformen, die einen Partner oder eine Partnerin qua Fragebogen errechnen, wirken wie die Zusammenstellung der richtigen Zutaten für das ideale Rezept. Als genüge es, eine Liste zu erstellen und den zu suchen, der davon die meisten Eigenschaften besitzt. Und schon findet der Algorithmus den richtigen. Und die Sehnsucht verstärkt sich, solange der andere Mensch nicht körperlich gefunden, aber in greifbarer Nähe zu sein scheint. Lucy nimmt mehr mögliche Partner wahr, als sie im Leben je kennenlernen könnte. Sie nutzt die Plattform Tinder, um erst einmal ein Date zu bekommen, dann vielleicht auch mehr. 55 Milliarden Matches, wie es in der Dating-Sprache heißt, soll es bisher gegeben haben, so Tinder. Einer davon passiert in diesem Moment. Ach, Match. Siehst du gerade einen, jetzt habe ich gerade einen Match. Der möchte sich morgen zum Lunch treffen. Das machen wir. Er sieht nicht ganz 0815 aus, aber es ist jetzt auch kein durchtrainierter Bo, sondern hat eher eine intellektuelle Ader offensichtlich. Er schreibt recht witzig, ja, und er scheint Humor zu haben. Mal gucken. Lucy hat Gefallen gefunden an den Netzspielarten der Partnersuche. 17 Jahre lang lebte sie in einer schönen Beziehung. Dann machte sie Schluss. Seit 2 Jahren ist sie Single. Die virtuelle Anbahnung erscheint ihr geradezu leicht. Auch wenn die Präsentation Aufwand erfordert. Also ich habe mir natürlich Mühe gegeben, habe ein paar gute Bilder von mir gemacht, habe mir einen Text überlegt, wie ich mich denn da jetzt anpreisen will. Gesicht, Ganzkörper bei irgendwelchen lustigen Aktivitäten. Ich habe also auch einen Text. Viele haben gar keinen Text. So bahnen sich heute Beziehungen an. Doch das hat seinen Preis. Die Magie der absichtslosen Annäherung abgeschafft. Das Flirten spart man sich. Das vorsichtige sich kennenlernen, es geht auch schneller. Wenn ich im Freundeskreis bin oder wenn ich sonst eine Person irgendwo kennenlerne, muss ich immer erst noch abchecken, okay, ist der Mann verheiratet? Will der jetzt einen Seitensprung? Also ganz viele Dinge sind bereits geklärt und das macht es sehr, sehr effizient. Lucy ist Journalistin und arbeitet bei einer Zeitung in Zürich. Die 47-Jährige ist neugierig und kontaktfreudig.
Natürlich werde der Austausch zwischen Menschen anonymer durch die Dating-Apps, sagt Lucy. Deshalb solle man sich auch nicht allzu lange im Virtuellen aufhalten. Ich handhabe das so, weil sehr oft immer die gleichen Fragen kommen. Warum bist du genau hier? Was arbeitest du? Es sind immer die gleichen Standardfragen, wie bei einem Bewerbungsschreiben. Und das versuche ich zu umgehen, indem ich die Menschen relativ schnell, ja, in der Realität zu treffen versuche. Raus aus der Virtualität, rein ins reale Leben. Lucy trifft den Mann, den sie am Abend zuvor nach rechts gewischt hat, so wie er sie. Werden Lucy und ihr Date sich später erzählen, weißt du noch, wie wir uns im Sommer gematcht haben? Erst einmal haben sie sich zum Mittagessen verabredet. 3 Stunden unterhalten sie sich angeregt. Wir waren sogar noch ein bisschen spazieren, haben noch die Lokalität gewechselt. Aber das Ganze hat einen Haken. Der Mann ist frisch getrennt und eigentlich unbrauchbar, wenn man so will. Warum? Weil man, glaube ich, Trennungen mit Kindern erst einmal verarbeiten muss, weil man eigentlich den Kopf nicht frei hat für was Neues. Warum, also, glaubst du, will er denn so schnell, wenn er eigentlich noch gar nicht so bereit ist, jemanden kennenlernen? Fürs Ego oder um sich abzulenken? Ich glaube, es geht um Zerstreuung. Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Trost, Zerstreuung, also, und Sex, würde ich sagen. Sex liegt sicher drin, ja. Was macht es mit den Menschen, wenn sie die Partnerwahl einem Algorithmus überlassen und eine bearbeitete Version von sich selbst in das virtuelle Regal stellen? Gibt der Anfang, das schnelle Wischen, vielleicht schon eine Vorahnung auf das Ende? Die 45-jährige Nussin, geschieden und Mutter eines 12-jährigen Sohnes, war glücklich, als ein virtueller Kontakt das Versprechen auf mehr enthielt. Es war auch so, dass ich wirklich fast jedes Wochenende bei ihm war und es fühlte sich an, als ob man zusammen ist. Also wir haben Pläne gemacht, was unsere Wochenenden angeht, was vielleicht sogar unsere gemeinsame Zukunft angeht. Wir haben sogar darüber gesprochen, dass wir vielleicht zusammen mal nach Indien fahren. Es fühlte sich so an, als ob man seine Zukunft gemeinsam plant. Doch als nächstes stand ein gemeinsames Wochenende am See bevor. Nussin arbeitet als Sales Assistant in Hamburg und wollte direkt nach der Arbeit mit der Bahn zu ihrem Freund fahren. Es sollte an einem Freitag sein, zum Wochenende hin. Und ich habe ihn am Mittwoch bereits gefragt, wann er mich denn Freitag gedenkt abzuholen, nur für meine eigene Planung. Und ja, da erhielt ich schon keine Antwort mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, Donnerstagmorgen, man schreibt vielleicht noch mal. Und dann habe ich geschrieben, ich freue mich auf Freitag am Donnerstagmorgen. Und wann holst du mich denn ab? Am Freitag ist ja morgen. Und die Nachrichten wurden alle gelesen. Und sie wurden nicht beantwortet. Und dann am Freitag, als es eigentlich soweit sein sollte, gingen meine Nachrichten auf einmal nicht durch. Und wurden auch nicht mehr gelesen und auch nicht mehr beantwortet natürlich. Und ich habe dann tatsächlich noch mal eine ganz lange Nachricht geschrieben. Ich bin etwas irritiert, weil ich keine Rückmeldung bekomme. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Anfangs will sie den Abbruch nicht wahrhaben. Angerufen habe ich natürlich auch und er war nicht zu erreichen. Ich habe dann tatsächlich auch über Instagram, wo wir uns zuerst verabredet hatten, versucht zu schreiben. Da war ich dann tatsächlich, ist er mir schon entfolgt und war ich schon blockiert. Was ist hier passiert? Ihr Freund hat sie geghostet. Wenn Menschen, die man datet, mit denen man sich verabredet oder gar verpartnert, sich plötzlich in Luft aufzulösen scheinen, dann spricht man von Ghosting. Anrufe oder Nachrichten bleiben unbeantwortet. Es wirkt so, als hätte man es mit einem Geist zu tun gehabt. Nussins Freund hat sie auf allen Plattformen blockiert, sie gelöscht, wie es in der virtuellen Welt heißt. Doch was war der Grund für sein gespenstisches Verschwinden? Ghosting lässt Fragen offen. Ich habe alle Möglichkeiten der letzten Wochen durchgespielt, mein ganzes Verhalten noch mal versucht zu wiederholen. Wo war ich wie, wann war ich wo? Was habe ich gesagt oder getan?
Die virtuelle Welt macht es einem sehr, sehr einfach, diese sich nicht überwinden zu müssen, diesen Konflikt quasi nicht austragen zu müssen. Und ich kann das schon verstehen, wie verführerisch das ist, einfach zu wischen. Eine leichte Bewegung auf der kühlen Oberfläche, die aber real schwere Auswirkungen haben kann. Und jeder Zweite wurde schon einmal geghostet. Auch Lucy. Das ist im ersten Moment bestürzend und das ist auch kränkend, weil man dann gar nicht genau weiß, oh, habe ich jetzt die ganze Situation völlig fehlinterpretiert? Habe ich das missverstanden? War ich dann schon irgendwie im Endorphinrausch und habe den ganzen Abend quasi durch eine rosarote Brille betrachtet? Und dann werfe ich einen Blick auf Tinder und sehe, oh, die Person hat mich einfach bereits gelöscht. Das hat einfach niemand verdient, einfach weggeworfen, so entsorgt zu werden. Ghosting, das plötzliche Verschwinden ohne Abschied. Nichts hat eine heftigere Wirkung, findet Nusin. Die Abwesenheit des anderen zu ertragen sei verheerend. Sie fühlte sich ohnmächtig und in ihren Grundfesten erschüttert. Wenn man dann so denkt, huch, das kann gar nicht sein. Ich war doch eben noch im Kontakt und ich habe dann tatsächlich mit dem Handy in der Hand so gezittert, dass es mir fast aus der Hand gefallen ist, als ich gemerkt habe, ich bin blockiert. Und was man dann natürlich am ehesten macht, ist die Schuld bei sich suchen. Das habe ich ganz klar getan. Ich habe sehr an mir selbst gezweifelt, an meiner Person, an dem, wie ich bin. Hatte früher wenig Selbstbewusstsein und hatte mir das wieder aufgebaut, mehr zu haben. Aber wenn dann so eine Aktion kommt, ist das Selbstbewusstsein direkt wieder weg. Und man fragt sich, bin ich schön genug? Bin ich nett genug? Bin ich nicht liebenswert? Mit seinem Verschwinden trübt sich ihr Selbstbild ein. Es sind ihre alten Themen, die sich Raum verschaffen, wie ein Echo dessen, was sie als Kind verloren hatte. Nusin kommt in Thailand zur Welt und wird als Baby von ihren Eltern in einem Kinderheim abgegeben. Eine alleinerziehende Frau aus Deutschland adoptiert sie und ihre Schwester. Nusin hat eine behütete Kindheit mit einer liebevollen Mutter. Doch das Gefühl, nicht gewollt zu sein, bleibt. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass man mich wieder in meinen alten Wunden getroffen hat. Es gibt diesen Punkt in meinem Leben, an dem man eben weggegeben wurde oder verlassen wurde von seinen Eltern, auch wenn die Eltern es nicht wollten. Trotzdem ist dieser Punkt tief verankert in meinem Dasein. Und daran merke ich einfach, dass so eine Aktion, verlassen zu werden, kommentarlos, einfach auch was mit einem macht. Dieses geisterhafte Verschwinden wirft sie zurück. Auf ihr Verlassensein, als sie Kind war. Er wusste, dass ich adoptiert bin, ja. Und ich glaube, er hat nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass es mir vielleicht schlecht gehen könnte oder dass ich vielleicht daran zu leiden habe, dass ich nun keine Antwort bekomme. Und daraufhin habe ich natürlich einmal nachgeschaut, was diese Person macht, obwohl sie mich blockiert hat. Und dann habe ich halt schon gesehen, dass er sich mit seinen Freunden getroffen hat, dass er die Flasche Wein, die ich in der Vorwoche ihm mitgebracht habe, zusammen mit seinen Freunden im heimischen Garten getrunken hat und dass es ihm wirklich sehr, sehr gut ging. Seine Instagram-Stories sahen jetzt nicht so aus, dass er verzweifelt, traurig oder irgendwelche Bedenken hat. Was ist passiert? Es gibt keine Antwort. Vielleicht wäre die treffendere Frage, was ist nicht passiert? Und ist es vielleicht sogar das, was sie so trifft? Viele haben offenbar so große Angst vor Trennungen, dass sie gar nicht mehr zusammenkommen. Doch es tut nicht weniger weh, wenn der Kontakt nur kurz war. Es gab noch keinen Alltag, der manche Illusion zerstören kann. Zwischen Wunschtraum und Realität klafft oft eine große Lücke. Das wortlose Verschwinden lässt Nusin völlig verstört zurück. Man wird dadurch depressiv, dass man vielleicht sogar über Suizid nachdenkt, dass man eben sagt, ich möchte gar nicht mehr hier sein, weil ich bin es ja auch nicht wert. Also ich werde ja immer geghostet. Ich glaube nicht, dass es übertrieben ist, dass du, nachdem du geghostet wurdest, völlig am Boden bist. Also ich bin schon selbstbewusst, ich bin aber auch verletzlich
Und mir hat das wirklich, also ich habe lange gebraucht, um ich sag mal, das, so ein Vertrauen wieder zu haben. Also bei mir war das sehr, es hat so mein Vertrauen erschüttert, so mein Urvertrauen. Also es war echt schlimm. Ich würde mich nie umbringen, weil es geht immer weiter. Ich meine, ich habe 2 Scheidungen hinter mir, bin alleinerziehend. Katja hat 2 Söhne. Die 53-Jährige schreibt PR-Texte für Kulturprojekte, etwa für eine Frankfurter Ballettcompany. Katja trifft in der realen Welt viele spannende Menschen und doch sucht sie auch im Virtuellen nach einem Partner. Warum? Ich gehe viel weg, aber es sind doch immer dieselben Gesichter. Und so kam ich dann dazu, das mal auszuprobieren. Und durch diesen Menschenkatalog zu blättern. Ja, aber das, ja, ja. Auf der Suche nach der großen Liebe gehen die Suchenden so kalkuliert vor wie eine Personalabteilung bei der Auswahl eines Kandidaten. Und wird man vermeintlich ausgewählt, gilt das schon als Liebesbeweis. Also wenn du merkst, du kommst an, dann drehen viele durch. Die kriegen dann so einen Rausch. Und wenn man diesen Gedanken perpetuiert, kommt man quasi in so eine Art Suchtverhalten rein. Hoffnung scheint gefährlicher als jede Droge. Macht Suchende zu Süchtigen. Die Droge wäre der Trugschluss, den perfekten Partner zu finden. Gestern war der Mann vielleicht noch gar nicht da. Vielleicht hat er sich ja jetzt erst angemeldet. Also es ist wirklich, das Ganze ist never ending. Man wird nie zum Ziel kommen. Die Suchmaschinen für die Liebe schaffen Orte kaum endender Hoffnung. Und das Geschäft mit der Sehnsucht ist lukrativ. Die Nutzer suchen nach dem Passenden, dem Besten. Rund 20 Milliarden Dollar setzt die Datingindustrie weltweit um. Die Welt der wahren Gefühle ist nicht mehr von der wahren Welt zu trennen. Produkten muss man nicht auf Wiedersehen sagen, Dingen muss man nicht auf Wiedersehen sagen. Stellt das Produkt zurück ins Regal und geht wortlos. Und ich muss auch nicht begründen, warum mir die Marmelade nicht schmeckt. Aber ich glaube, genau da ist der Trugschluss. Man wischt sich zwar durch die Menschen wie durch Objekte, aber man möchte dann selber trotzdem nicht als Objekt betrachtet werden. Und spätestens in dem Moment, in dem man einfach gelöscht wurde, merkt man, da passiert was mit mir. Die Liebe ist ein Konsumgut geworden, das man wegwirft, wenn es unbrauchbar geworden ist. Gefällt einer nicht, storniert man seine Leidenschaft. Klar ist mir bewusst, wenn ich auf eine Dating-Plattform gehe, dass ich mich in dieses System eingliedere letztendlich, ja? Dass ich mich präsentiere wie ein Produkt. Dank der Digitalisierung ist das virtuelle Regal gut gefüllt. Man muss nur zugreifen. Passt jemand nicht, geht er eben retour. Wenn in allen Bereichen das Bestellprinzip gilt, warum nicht auch in Beziehungen? Und wenn alle zirkulieren wie Waren, ist es dann nicht konsequent, etwas wegzuwerfen, das man nicht mehr braucht? Es ist halt Konsum. Konsum von Menschen. Ausstellungsräume des Ichs. Zwar stelle die Digitalität Kontakte her, meint Katja, aber sie verbinde nicht. Man lasse einen Laufsteg der Möglichkeiten an sich vorbeiziehen. Und niemals waren die Ansprüche an eine Beziehung so hoch wie heute. Der Partner muss beste Freundin, aufregend und verlässlich zugleich sein. Tut er das nicht, wird schnell die Delete-Taste gedrückt. Folgenlose Begegnungen? Nicht ganz. Katja glaubte, auf Tinder die große Liebe gefunden zu haben. Es war Big Love. Es war total intensiv, wir waren total eng. Der ist mit mir in Urlaub gefahren, mit den Kindern. Es war total schön. Ich habe so gedacht, okay, wow, ich habe nochmal große Liebe gefunden. Also ich fand den total attraktiv, der war witzig, schlau. Und nach dem Urlaub, ich hatte damals in der Nähe, in der Stadt, wo er wohnt, einen Kunden. Und dann haben wir so gesagt, ach, das ist doch super, dann bin ich da freitags und komme dann zu ihm rüber und wir verbringen auch ein Wochenende bei ihm. Dann habe ich versucht, ihn anzurufen, habe ihn nicht mehr erreicht. Okay, einen Tag kann sein, der hat viel gearbeitet. Zweiten Tag, komisch,
auch nicht ans Telefon gegangen, nicht reagiert auf WhatsApp, auf nichts. Dann am dritten Tag habe ich mir Sorgen gemacht und dachte irgendwie, okay, dem ist irgendwas passiert. Am vierten Tag bin ich sauer geworden. Am fünften war ich dann so ein bisschen verzweifelt. Dann hat er, ich glaube so nach 10 Tagen, hat er mir nur kurz geschrieben, ich habe Stress. Und das war's. Also, und man steht da und denkt, hä? Das war doch gerade total toll. Oft wird der Kontakt abgebrochen, wenn die Beziehung enger wird, weil etwas erwartet wird. Verantwortung, vielleicht sogar eine gemeinsame Zukunft. Ghosting ist auch eine Schutzstrategie. Jemand hat Angst, sich auf den anderen wirklich einzulassen. Also nichts wie weg. Doch was am stärksten verbittert, ist das Gefühl des Verlassenseins. Fachleute sprechen gar von einer posttraumatischen Verbitterungsstörung, die sich entwickeln kann, wenn der Kontaktabbruch als ungerecht oder herabwürdigend erlebt wird. Ich war einfach tief traurig. Ich kam mir so ausgenutzt vor und weggeschmissen. Ich glaube, dass viele Leute verbittert sind, denen es passiert. Man meidet Menschen und man hat sogar Angst vor Menschen. Und man hat Angst vor Annäherung. Verbitterung kann zu phobischen Verhalten führen. Nussin etwa wollte sich nach ihrer Ghosting-Erfahrung nie wieder binden. So wappnete sie sich vor dem absehbaren Verlust. Doch dann, völlig unerwartet, trifft sie auf Mario. Er ist Koch und jünger als sie. Ich habe mir sehr gewünscht, mit ihm eine Beziehung zu führen, weil ich noch nie jemanden getroffen habe in der Zeit, wo ich allein war, mit dem ich so eine Ebene teilen kann. Ja. Und deswegen habe ich es mir gewünscht, aber es hat nicht funktioniert. Denn auch er verschwindet plötzlich, ohne Erklärung, reagiert auch nicht auf ihre Kontaktversuche. Nussin kann es nicht fassen, dass ihr das noch einmal passiert. Doch dann, Monate später, meldet sich Mario, der Koch, bei ihr. Und er versucht sogar, sein Schweigen zu erklären. Spricht endlich. Es hat halt auch nicht geschnackelt bei mir, so, wollen wir es mal so sagen, auf gut Deutsch. Und dann habe ich den Moment auch verpasst, zu sagen, dass es bei mir nicht passt. Und dann habe ich es als irgendwie auch zu spät empfunden vielleicht, zu sagen, hey, pass mal auf, es haut nicht hin, du passt nicht, oder es passt nicht vom, du passt nicht in mein Leben. Und ja, dann habe ich einfach nichts gesagt. So, ich war nicht in sie verliebt. Manchmal fehlen einem die Worte, auch die schwierigen. Und oft sind es ausgerechnet Worte, die uns verraten. Mein größter Faktor war die Angst. Bindungsangst spielt, glaube ich, eine richtig große Rolle. Also bei mir hat es eine sehr große Rolle gespielt. Will ich so viel Nähe überhaupt zulassen? Nähe erfordert Mut. Wenn man Intimität erfährt, wägt man den Wunsch nach Nähe gegen die Angst vor Verwundbarkeit ab. Doch wer nie Frust erlebt und immer Konfrontation vermeidet, lernt nicht, mit Rückschlägen umzugehen. Ghosting ist eine perfekte Nähevermeidungstaktik, gibt Mario zu. Es entsteht ja automatisch eine Diskussion. Eine Diskussion, warum, wieso, weshalb. Und da, diesem Thema will man, glaube ich, aus dem Weg gehen damit. Hätte es nicht weniger wehgetan, wenn er die Wahrheit gesagt hätte? Ich hätte zumindest gewusst, wo ich dran bin und ich hätte damit besser umgehen können. Und ich hätte mir nicht die Frage gestellt, was ist jetzt schon wieder passiert? Wieso meldet sich niemand? Was habe ich Verrücktes getan? Sie hat gar nichts Verrücktes gemacht. Und dann denkt man schon wieder darüber nach, hey, die Zeit war doch total schön. Also ich bin jemand, der schon über diese Person, die ich ghoste, nachdenke. Ja. Und im Nachhinein habe ich mir dann auch so überlegt, Mann, mit Nussin, das war so mies und so scheiße von mir. Doch Nussin hat ihm verziehen. Mittlerweile wurde auch Mario geghostet. Nun weiß auch er, wie es sich anfühlt. Die beste Medizin sei ohnehin selbst ohne Erklärung abserviert zu werden. Ghosting aber verhindert, Beziehungen als Prozess zu verstehen. Die Kandidaten reagieren so schnell auf den anderen, dass ein Kennenlernen verpasst wird. Doch wenn sich alle nur streifen und nicht berühren, entsteht nichts.
Online-Dating ist Intimisierung im Zeitraffer. Und so endet manche Romanze, bevor sie beginnt. Was suchen Menschen also wirklich, die sich über Tinder oder welche Netzspielart auch immer kennenlernen? Unverbindliche Bindungen, Abenteuer, Liebe? Was sie finden, ist oft eine digitale Abfuhr. Je öfter man einfach so weggewischt wird oder einfach gelöscht wird, desto größer ist das Frustrationspotenzial. Und am Schluss denkt man, ach, als Single bin ich doch schon fast glücklicher. Das Thema Bindung, das Problem Vereinzelung. Soziologen sprechen schon vom Ende der Liebe, weil viele das Suchen mehr schätzten als das Finden. Und Dating-Apps haben Ghosting zur anerkannten Option gemacht, so wie sie aus den Nutzern selbst Optionen gemacht haben. Der permanent drohende Ausstieg des anderen ist ins Programm eingespeist. Es gibt eine große Gegnerin der Liebe, die Freiheit. Und eine Konsequenz der freien Wahl ist Ghosting. Ich denke, Freiheit ist ein Gegner der Liebe. Sie ist vor allem ein Gegner von Verantwortung und von Entscheidung. Aber ist es nicht auch eine Freiheit, sich zu entscheiden, sich festzulegen? Ich denke, es wäre eine Freiheit, sich festzulegen. Aber dadurch, dass man sich festlegt, muss man ganz viele Optionen sich nehmen, sich selber nehmen. Also sich entscheiden heißt auch, sich selbst zu beschränken. Je größer die Auswahl, desto schwieriger die Entscheidung. Und weil alles passieren könnte, passiert nichts. Man wird immer das Gefühl haben, etwas verpasst zu haben. Immer. Und damit muss man umgehen lernen. Man muss das Gefühl haben, diese Person, die ich gewählt habe, ist viel besser als alles das, was ich verpasst habe. Corona wurde zur Hochzeit für die Dating-Plattformen. Tinder etwa vermeldet einen Swipe-Rekord. Nie wurde öfter durch die Partnervorschläge gewischt. Denn nur weil das soziale Miteinander eingefroren ist, verschwindet ja nicht die Sehnsucht nach einem Partner. Wir fragen bei Lucy nach. Tummelt sie sich immer noch auf der virtuellen Spielwiese? Ich habe unerwartet gute Neuigkeiten. Ich bin also tatsächlich liiert. Genau. Ich habe meine neue Beziehung wirklich über Tinder kennengelernt. Auf jeden Fall ist es jetzt was Festes. Gematcht haben sie sich kurz vor Ausbruch der Pandemie. Man kann also die Liebe auf Tinder finden, wenn man aus statt abwählt. Ich habe mich abgemeldet, einfach weil es, weiß nicht, es tut gut, sich abzumelden. Also keine Entzugserscheinungen gehabt? Nein, wenn du dann glaubst, dass du jetzt diesen Match hast, bist du total froh, dass du dir diesen ganzen Stress eigentlich ersparen kannst. Aber das Gefühl, dass es noch jemand Besseren geben könnte, ist das jetzt weg? Nein, das ist nie weg, glaube ich. Aber es ist auch egal, weil dieser Mensch momentan völlig genügt und ich mit diesem Menschen sehr zufrieden bin. Und auch wenn es bessere Optionen gibt. Lucy hat sich entschieden, sucht nicht mehr und kann auch nicht mehr gefunden werden. Raus aus dem Mechanismus von Wisch und weg. Das Verschwinden des anderen, Ansprüche, die niemand erfüllen kann, all das macht einsam. Stattdessen ankommen, Dasein, zu einer Entscheidung stehen. Und die digitalen Geister verschwinden von allein. Still remains within the sound of silence.